muss ich. Ah, da muss ich hin. Ja, jetzt musste ich mich hier durchzwingen, natürlich. Das ist wirklich sehr lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich glaube, hier hinten ist ein Gasventil, weil ich mich noch zurückerinnere. Also hier irgendwo ist ein Gasventil. So einfach komme ich da nicht hoch. Es sei denn, ich bin eine gebratene Faith. Oder ich muss das irgendwie timen. Aber ich meine mal, hier war irgendwo ein Ventil. Ah, da oben, ich sehe es. So, drehen wir das mal zu. Ja, und schon hat es aufgehört. Dann jetzt mal hier hoch. Mal gucken. Miller, shit. Ich hätte niemals einem Kopf vertrauen sollen. Er gehört zu Roeburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus-Sache mit drin. Na super. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. So. Ja, komm. Hoffentlich ist das jetzt der richtige Weg. Soweit ich mich noch zurückerinnern kann. Ja, doch. Oh, klasse. Ihr könnt beide zur Hölle gehen. Niemand bedroht mich. Ja, ist schon gut, Mensch. Ja, mir geht's gut. Alter, schmeißt du mich einfach so durch die Gegend, ey. Puh. Fall zu spät reagiert. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass... Ja. Dass das tödlich war. Okay. Dann das Ganze nochmal. Hat er dich geschickt? Ihr könnt beide zur Hölle gehen. Niemand bedroht sich. Und ich habe auch die falsche Taste gedrückt, fällt mir gerade auf. Ich habe die linke Maustaste gedrückt, nicht die rechte. So, komm. Komm. Diesmal nicht. Oh, das war schmerzhaft. Du solltest schnell reden. Deine Hände fangen an zu schwitzen. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar! Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik. Wer hat Pope erledigt, du? Nein, ich hab jemanden angeheuert. Wen? Einen Profi. Wir treffen uns morgen um 2 im Atrium des Einkaufszentrums. Du erkennst ihn schon. Warum war Miller hier? Bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. Vorsicht, Faith. Wenn du mich linkst, bist du Matsch. Klar. Ah! Ah! Na super. Shit, Murky, schießt jemand. Roeburn hat's erwischt. Was zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde. Ja, super. Ich wusste doch, da war irgendwas. Ich glaube, jetzt wird's nämlich richtig heavy. Wo muss ich jetzt hin? Ach, dahin. Okay. Ja, jetzt ist nämlich hier das... Ja, Level wird geladen. Das komplette, die komplette Baustelle voller Cops. Scheiße. Das war jetzt etwas doof.
Wie war das? Isolieren und dann einzeln ausschalten. Ach, scheiße. Oh, also die Art, jemanden auszuschalten, kenne ich ja noch gar nicht. So. Ah, da kommt der nächste Schritt. So. Ich will mal gucken, wie ich den da hinten ausgeschaltet bekomme. Ah, da kommt er schon. Komm. Komm. Trau dich, komm näher. Nein. Komm. Haha, so. Der Aufzugsschacht ist der schnellste Weg. Der einzige Weg daraus. Du musst den Lift in Gang setzen, egal wie. Wie sitze ich in einem ja. Da war ja was. Wow. Oh oh. Ich bin nicht mehr im Aufzugsschacht. So. Jack Knife hat wohl recht gehabt, dass Ropeburn dahinter steckt. Ich frage mich, wer dieser Profi ist. Ich verstärke dein Signal. Such du einen Weg. Bin ich. Ja, hier ging's. Ging's beides gleichzeitig raus. Wie war denn das nochmal? War ich nicht auch noch irgendwo im Koffer? Oder hatte ich das nur. Ist das noch falsch in Erinnerung? Ne, wie dem auch sei. Okay. So, guck mal nochmal. Nee. Ah ja, jetzt ist hier wieder die. Jetzt ist der Wallrun wieder gefragt. Mal gucken. Hopp. Hopp. Ja, wunderbar. So. Das Signal steht. Scheint, als hättest du Ruhe vor den Cops. Für den Moment. Die Haltestelle Riding Park scheint geschlossen zu sein. Irgendwelche Renovierungsarbeiten. Heißt? Ach so. Anscheinend ist das unser Ausgang. Ah, hier geht's hoch. Oh, nee. Oh Mann, die Cops kommen in die U-Bahn. Du musst weiter runter, Faith. Okay. Scheiße. Ah, Mist, nee, von da schaffe ich das nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Dann nochmal. Hopp. Jetzt. So. So. Aber bevor ich weiter in die U-Bahn eindringe, muss ich nochmal ganz kurz was abchecken. Kleinen Moment kurz. So, da bin ich auch schon wieder. Ich musste nur mal kurz nachchecken, wie viel Platz ich noch auf der Festplatte habe. So. Oh. Oh. Ach nee, hier geht's. Hier, ich kann es natürlich öffnen, zum Glück. Komm, öffne dich schneller. Hey. So, jetzt aber. Die Kopf schneiden dir den Weg ab. Mach dich kaputt. Hä?
okay. Das hatte ich aber auch nicht, dass es wirklich so, so oft während einem Dialog noch lädt. Fu. Scheiße. Zu früh die rechte Maustaste gedrückt. Shit. Versuche ich es nochmal. So, hier meine ich eben noch so ein Bulle. Ah, da ist er. Kommt der irgendwie näher da hinten? Ja, wo ist es doch? Ui, das war knapp. Holla, die Waldfee. Und? Ach, da hinten liegt er. Wurde doch ein bisschen mitgeschliffen. Tritt in die Eier, tritt in die Fresse, schlag in die Fresse. So. Mist, da hinten sind nochmal zwei. Oder es ist nur einer. Ah, es sind zwei. Jetzt. Am Ende des Bahnhofs. Ruhe jetzt. Zugang zu den Gleisen könnte ein Fluchtweg sein. So, erstmal warten, bis hier einer durchläuft, weil das erste Mal bin ich einfach da hinten hier jetzt hier über die Gleise gelaufen und habe mich dann übelst erschreckt, als hinter mir auf einmal ein Zug erschien. Weil man hört natürlich dann erstmal so, hört natürlich erstmal den Hupen vom Zug. Und ja, währenddessen man mitten in der Verfolgungsjagd ist, also währenddessen man verfolgt wird, ist man natürlich dann total angespannt und man erschreckt sich dann doch tierisch. So. So, hoffentlich sind jetzt hier keine Bullen. Da geht's nicht lang. Zack. Außer Betrieb. Überbrückungsschalter im Büro, in meinem Büro. Der Hausmeister. Ah, jetzt müssen wir zum Hausmeisterbüro. Ja.